Cold Waters. In der heutigen sollen wir auch wieder vom Verband weghauen. Ah, ich sage so, ja, ich sehe schon, was sie vorhaben. Die wollen hier. Perfekt, passt. Passt. Ich, bis da noch genug Raketen haben, alles. Den sollen wir jetzt, sollten wir abfangen. Haben wir gemacht. Gucken wir mal. Wir hatten ja bei der letzten Mission keine Schäden erhalten. Also kein Problem. Let's go. Raise the ESM mast. No. Bridge, battery, guns engaging. So, wie sieht's denn aus? Ziemlich dicht dran, Alter. Damage control parties, lane to the diesel space. Damage control parties, lay to the diesel space. Missile launch detected. Missile launch detected. On. Pumps have been repaired. Fire VLS. Missile. Con sonar. Launch transmission from 0-1. Missile launch zero. Detected. Breitseite ein bisschen, ist so gerade ein bisschen dumm. Fire control. Missile VLS detected. Fire VLS. Fire VLS. Con sonar lost contact. Master. Missile launch detected. Flooding in the diesel section. Missile launch detected. Fire VLS. Scheiße, wir haben keine Raketen mehr. Pisse. So, okay.
Muss uns lange verziehen, glaube ich. Come left to 2190 I. Missile launch detected. Fire missile. Missile launch detected. Fire missile. Missile launch detected. Give it a control board. Native machinery space. Come torpedo 521. Missile launch detected. Missile launch detected. Eine Harpoon haben wir noch. Fire missile. Missile launch detected. Con sonar regain contact. Missile launch detected. Sierra 1-0. Bearing 1-2-4. Missile launch detected. Missile launch detected. Missile launch detected. Rein oder was? Alter! Was für ein Team. Also. Naja, okay, ist egal. Kann ich ändern. So, come left to 184 Helm I. Wenn sie Akula ein bisschen auf den Piss hat. So, gibt's noch irgendwas? Da können wir nicht alle weghauen. Missile launch detected. Missile launch detected. Fire VLS. Kann ich nur noch mit Kanonen bekämpfen. Mehr geht nicht mehr. Ah, ich vergesse auch immer, dass ich auch noch einen Hubschrauber habe. Missile launch detected. Missile launch detected. Noisemaker bearing 1-1-7. Come left to. Vielleicht mal mit hier spannend. Helm high. Cooler Klasse, muss auch richtig aufpassen immer. Make turns for 3-2 knots. Maneuvering eye. Gun torpedo room, firing tube 6. Gerade so spannend, deswegen erzähle ich mal ein bisschen wenig. Con sonar, noisemaker, bearing 1-1-1. Fire VLS. Gun torpedo, tube 6 is ready. Missile launch detected.
Bridge, battery. Guns on hold. Con sonar. Noisemaker bearing. 1-1-5. Con sonar. Lost contact. Sierra. 1-0. Last bearing. 1-1-1. Contact breaking up. Der ist weg. Eine kassiert, sehr gut. Frachter hier oder was? Der Feind ist ein feindlicher Frachter. Ne, da müssen wir ja eigentlich einen Kurs darauf nehmen. Ja, kalt gemacht werden. Kraft voraus. Das sehe ich doch richtig, oder? Das ist ja der Frachter, ne? Ne, es geht Frachter, der war das. Der brennt ja auch nur noch. Ne, 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 falsch, falsch, falsch. Wir werden den hier, die Karam, angreifen. Hab ich jetzt mal einen rein? Ah, das ist auch ein Torpedo-Freund. Sonar, switching to active search. Was auf Schleife? Big ship, ultra quiet. Fire, BLS. Secure ship, ultra quiet. Missile launch detected. Sonar, noisemaker bearing 1-0-9. Ah, motor array has been damaged. Der muss einkriegen, das ist der mit der Kanone. Come right to. 1-2-8, L9. Naja, ich muss erstmal die mit der Kanone wegpusten, das bringt nichts. Ja, der trifft jetzt nämlich, das ist das Problem. Darf jetzt nicht mehr so geil werden, sonst schießt du mich weg hier. Con sonar, launch transient from Sierra 1-1. Flooding in the machinery space. Make turns.
cavitating. Warum Spezialist? Fire BLS. Con sonar lost contact. Sierra 1-1. Last bearing 1-1-2. Contact missile faded. Launch detected. Missile launch detected. Wird spannend. Dürfen wir uns aber auch nicht mehr viel erlauben hier, ne? Wird ärgerlich. Loading in the diesel section. Schiffe da, wie es aussieht. Warum mache ich die rein da? Irgendwie trifft er nicht. Muss doch treffen jetzt hier. Kann doch nicht wahr sein. Ah, 34%, ich überlebe bald nicht mehr. Ich habe das hier eine kassiert hier. Das kann ich vielleicht noch kriegen. Ich bin gleich tot. Das ist egal, ich habe so viel, dass ich das noch Schiff verlassen kann. Wäre für die Folge eigentlich mal schlecht. Na komm mal, den kriegst du doch noch, oder? Lass doch mal reinkrachen hier. Jetzt gehen wir einmal auf Bremse hier. Zack. Ah, Pumps are damaged. Unable to contain the flooding. Ja, aber ich werde gleich sterben. Damage jetzt. Control parties. Lay into the diesel space. Los, komm, jetzt geht die Kanone Baller jetzt. Sag ich breit, habe ich so recht tot. Sechs Prozent tot. Na komm, ein Treffer und dann wird er weg. Das war's. Ah, der stirbt auch. Der Breitzeit, das überleben wir sowieso nicht. Du hast alle Kanonen zur Verfügung. Come left to 1-7. 1%, das war's nicht. Ja, er muss ja noch einmal. Ein Treffer, Junge. Ein Treffer, ein Treffer, ein Treffer. Komm, 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 komm. Ja, naja, reicht immer auch nicht. Spannend, ja, hätten wir den Nahkampf nicht mehr suchen sollen. Das ist auch eine böse Kiste hier. Hier ein Treffer, der geht immer nicht drauf. Gesagt. Noch ein Treffer.
Der ist auch tot. Aber ich bin auch tot. Der Fight noch gewonnen. Ja, jetzt müssen wir natürlich das Schiff verlassen. Ja, der ist erledigt, ne? So, haben wir ein Chip. Sunk Damage, Damage, Sunk. Immerhin, immerhin. Ja. Gucken. So, Leute, das war's für diese Folge. Wir haben leider die Ticonderoga-Class verloren, ja. Aber die haben wir auch schon lange genug gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wollte sowieso eine kleine Veränderung. Und in der nächsten Folge gucken wir uns mal an, was wir denn da nehmen. Ob es ein U-Boot wird oder anderes Überwasserschiff. Ich habe eine Idee als Finale, wenn wir irgendwann mal auch die Kampagne dann schaffen. Sehen wir denn auf jeden Fall. Also haut rein und bis zum nächsten Mal.